Arte 1 wird Ihnen gewidmet von Seda. Die österreichische Polstermöbelmarke aus dem Hausruck. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem Blick in und über den Hausruck. Mein Name ist Margit Romfuber und ich darf Sie heute durch Ihre Sendung begleiten. Und nun gleich zu unserem ersten Beitrag. Vor 133 Jahren wurde in Neumarkt erstmals ein Pferdemarkt abgehalten. Mittlerweile längst zur Tradition geworden, kommen nun jedes Jahr am dritten Mittwoch im März eine Menge Pferdebesucher nach Neumarkt, um hier ihren ganzen Stolz präsentieren zu können. Zum 134. Mal trabten heuer wieder über 80 Pferde aller Art und Größe durch ganz Neumarkt. Viele Pferdebesitzer in unserer Gegend halten sich Hengst und Stute, um sich ihre eigene Zucht aufzubauen. Kommen Sie von Neumarkt oder von wo sind Sie? Nein, ich komme von Heiligenberg. Und Sie haben da einen Hengst oder einen Wallach? Das ist ein Hengst, ja. Und Sie züchten zu Hause? Ich züchte Pferde, jawohl, selber. Ne? Wie viele haben Sie denn? 8 Stück. Und wie heißt er? Das ist der Tassilo. Und ist viel Arbeit zu Hause? Ja, Arbeit ist genug. Ne? Und du tust schon fleißig reiten? Ja. Kannst du das ein bisschen? Ja, ein bisschen schon. Wie alt ist denn die Nicke? 5. Und ist das ein Pony? Oder wie, weißt du die Rasse von der Nickel? Shetland Pony. Und wie lange hast du das schon? Das weiß ich selber nicht einmal. Früher wurde das Pferd nur als Nutztier für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten eingesetzt. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich zum Hobby ihrer Besitzer bis hin zu sportlichen Wettkämpfen, wo die Pferde der heutigen Zeit hauptsächlich gebraucht werden. Sie sind einer von den 5 Mitgliedern der Jury. Ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie heute in der Jury sitzen durften? Also, ich bin ein gebürtiger Neumarkter und bin schon 40 Jahre bei der Jury dabei. Und ich bin vor 40 Jahren einer von den Jüngsten gewesen und heute bin ich einer von den Ältesten. Und Sie kennen ihn mit den Pferden sehr gut aus. Haben Sie irgendeine besondere Schulung? Nein, Schulung hat man aufgewachsen bei den Pferden. Und da kennt man so halt, was gefällt und nicht gefällt. Ne? Die Jury bewertete von 1 bis 10 Punkten streng nach Gangart, Exterieur, Pflege und Haltung. Wissen Sie, seit wann es den Pferdemarkt da in einem Markt gibt? Das war ich nicht. Keine Ahnung. 30 Jahre? 34 Jahre, glaube ich, oder 37 Jahre. Gute 100 Jahre. Ich glaube, 134 Jahre lang gibt es. Jawohl, stimmt, ganz genau. Die rege Anteilnahme der Zuschauer und die schön geschmückten Vierbeiner brachten auch heuer wieder den Neumarkter Pferdemarkt zu einem großen Erfolg. Der Pferdemarkt wurde gegründet 1866 aufgrund eines damals kaiserlichen Dekretes. Angesucht worden ist 1862 geworden, die Genehmigung, den Pferdemarkt abhalten bzw. Viehmarkt abhalten zu dürfen, hat 4 Jahre gedauert. Also man sieht, dass damals die Bürokratie ja nur wesentlich geprägter war wie heute.
Neu! Videoclub Videopoint Gonskirchen. Holen Sie sich Ihr Kino nach Hause. Filme und Playstation-Spiele, so viele Sie wollen. Sie sollten uns in den nächsten Tagen unbedingt besuchen. Oder rufen Sie uns an. 07246 78 47. Seda, Polstermöbel ein Leben lang. Internationale Transporte, Erdbewegungen und Baggerungen. Erich Scharinger, Schlüsselberg. 0664 40 25 310. Wer träumt nicht davon, von den eigenen vier Wänden, ein Haus im Grünen vielleicht mit Swimmingpool? Leichter als ich hier haben Sie es jetzt mit unseren Tipps unserer und Ihrer Partner für Hausbau und Garten aus dem Hausruck, um sich den Traum vom Traumhaus zu verwirklichen. Und nun Ihre Partner für Haus, Bau und Garten. Jalousien Fleischer. Rollladen oder Jalousie? Jalousie oder Rollladen? Schluss mit dem ewigen Entweder oder. Ab sofort heißt es nur mehr sowohl als auch. Vocalux, die erste Rollladen-Jalousie. Verstellbarer Rollladen mit optimaler Wärmedämmung und gleichzeitig einstellbare Lichtregelung und Lüftung. Jetzt zu besichtigen in unserem Schauraum. Gunskirchen 0664 43 14404. Unternehmensgruppe Dornetzhuber. Bei uns erwartet Sie ein moderner Fuhrpark. Für den Aushub vom Keller des Einfamilienhauses bis zu Kanalbau oder Teichaushub. Lieferung von Sand oder Fertigbeton ist unsere Stärke. Bruck Beuerbach 42 072 76 24 67. Erich Kornhuber, Spenglerei und Dachdeckerei. Der Fachbetrieb für Dach und Wand. Neu im Programm das Solardach, eine weitere Form zum Energiesparen. Uns ist kein Problem zu groß, kein Auftrag zu klein. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Chris Kirchen 072 48 62 498. Franz Stiegelmeier, Handel und Verlegung von Fliesen und Granit. Seit unserer Unternehmensgründung im Jahre 1984 bilden wir laufend Lehrlinge aus und sind der Spezialist für Bäder und Verlegung von Fliesen und Keramik. Überzeugen Sie sich selbst von unserer fachlichen Beratung. Wallern 072 49 48 894. Designtischlerei Kitzberger. Wir planen und entwerfen unter Berücksichtigung der speziellen Kundenwünsche und vereinen Design, Raum und Funktion und gewährleisten so eine maßgeschneiderte und optimale Gestaltung des gesamten Wohn- und Bürobereichs. Wir als Team freuen uns, wenn wir mit unseren Kunden als Partnern ein schönes Wohnen verwirklichen dürfen. Diplom-Ingenieur Johann Reifelzammer, Geometer. Mein Name ist Diplom-Ingenieur Johann Reifelzammer. Ich bin Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen und habe seit einem Jahr meinen Sitz in der Stadt Beuerbach.
Ich bin Ihr Ansprechpartner in allen vermessungstechnischen Belangen, Bauplatzschaffungen und so weiter im Bezirk Rieskirchen und würde mich als Geometer in Ihrer Nähe freuen, auch Sie in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Peuerbach 072 76 42 24. Der Tipp des Profi. Wohnungsneubau, Sanierung und energiesparende Maßnahmen werden derzeit ganz wesentlich gefördert. Die Finanzierungskosten sollten durch eine optimale Mischung aus Eigenmittel, Wohnbauförderung, Bauspar- und Bankdarlehen so niedrig als möglich gehalten werden. Für Detailinformationen sollten Sie sich an Ihren Wohnbauberater wenden. Gangelmeier GmbH, Steinmetzmeister. Wir führen Böden, Stufen, Marmor, Granit, Fensterbänke für Innen und Außen. Bei uns kaufen Sie günstig ein. Unsere Preise sind für jede Geldbörse bestimmt. Karlham, Schilddorf 5, 077 33 74 29. Parkett- und Keilzinkwerk Gerhard Stadelmeier. Parkettböden für alle Bereiche. Ihr Boden fürs natürliche Wohnen. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus unserer großen Produktpalette. Wir legen großen Wert auf persönliche Beratung und fachgerechte Verlegung. Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Gerne beraten wir Sie auf Ihrer Baustelle. Taufkirchen 077 34 20 41. Baumeister Ingenieur Alfred Rosner. Im Doppelwand-Fertigteilsystem steckt unsere Erfahrung aus über 30 Jahren erfolgreicher Arbeit am Bau. Das Rosner Doppelwand-Fertigteilsystem vereint rationelles, qualitativ hochwertiges und kostengünstiges Bauen. Meckenhofen 072 47 71 88. Volksbank Rieskirchen Wohnbauberatung. Volksbank informiert Sie gerne über den gesamten Finanzierungsbereich von Bauen, Kaufen, Sanieren und Einrichten. Gerne erstellen wir Ihnen einen kompletten Finanzierungsplan bis zum fertigen Bezug Ihres Hauses. Prokurist Franz Edelbauer 072 48 62 607 Durchwahl 32. Ein großer Sohn der jüngsten Stadtgemeinde Österreichs bekam einen besonderen Platz. In der wohl bekanntesten Kirche unseres Landes, dem Stephansdom in Wien, wurde die Gedenktafel Georgs von Peuerbach enthüllt. Und das von Österreichs oberstem Katholiken, Kardinal Schönborn. Reges Interesse zeigten auch die Peuerbacher, die in einem Bus anreisten, um diesen Moment hautnah mitzuerleben. Als ganz besonderer Tag wird der 12. März 1999 in die Geschichte der jüngsten Stadt Österreichs, Peuerbach, eingehen. Einem großen Sohn der Stadtgemeinde wurde für sein kurzes, aber großartiges Lebenswerk ein Denkmal an seiner Grabstätte in einer der wohl bekanntesten Kirchen der Welt, dem Stephansdom in Wien, gesetzt. HT1 und ein Bus mit Peuerbacherinnen und Peuerbachern folgte den Spuren des Hofastronomen Friedrichs III. Station 1, Stift Melk. Hier befindet sich eine handschriftliche Aufzeichnung. In dieser Handschrift ist ein kurzer Text drinnen, von dem man früher gar nicht wusste, dass es ein Text von Georg von Peuerbach ist, weil nämlich sein Name nicht dasteht. Also vor dem Text steht nicht dort, hier kommt ein Text von Georg von Peuerbach. Sondern es steht da, dass im Jahr 1456 ein Komet erschienen ist. Über diesen Kometen habe ein Magister der Wiener Universität, ein Astronomus Subtilis, also ein scharfsinniger Astronom, einen fünfteiligen Traktat verfasst, der also hier kurz wiedergegeben werden soll, sagt der Schreiber dieser beiden, sind nur zwei Seiten.
Er war nun dieser Astronom, dem der spätere Kaiser Friedrich III. So überwältigendes Vertrauen entgegenbrachte, dass er von dessen Entscheidung die zukünftige Entwicklung der Habsburg-Dynastie abhängig machte. So überließ er die letzte Entscheidung über seine Hochzeit mit Eleonore von Portugal, der späteren Mutter von Kaiser Maximilian I., letztlich dem Gutachten Georgs von Peuerbach. Zu Lebzeiten bereits genoss Georg von Peuerbach höchstes Ansehen. Sein Ruhm erstreckte sich weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus. Einige seiner Bücher entwickelten sich zu vielgelesenen wissenschaftlichen Bestsellern. Und die von ihm erfundene Taschensonnenuhr baute man noch jahrhundertelang nach. Die Bedeutung, welche ihm die Wiener beimaßen, findet auch darin ihren überzeugenden Ausdruck, dass er nach seinem Tode im Stephansdom bestattet wurde. Im Stephansdom zu Wien fand eine besondere Ehrung statt. Hier wurde eine Gedenktafel enthüllt. Aber sehen Sie selbst. Georg Baunpeck von Peuerbach war Oberösterreicher und stammte aus jener Region, zu der auch Friedrich eine besondere Beziehung hatte. Schließlich verbrachte der Kaiser seine letzten Lebensjahre in Linz, wo er am 19. August 1493 im Alter von 78 Jahren im Stadthaus verstarb. Sein Leichnam wurde später nach Wien überführt. Das Herz verblieb in Linz. Friedrich hatte 53 Jahre regiert und überlebte alle seine Gegner. Auch seinen Astronomen überlebte er um 32 Jahre. Liebe Peuerbacherinnen und Peuerbacher, der Kaiser und sein Astronom, so hat Friedrich Samhaber seine Festschrift zu Ehren Georg von Peuerbachs übertitelt. Der Mann, in dessen Hände Friedrich III. Quasi die Zukunft der Habsburg-Dynastie legte, war mit den ranghöchsten, einflussreichsten und geistvollsten Gelehrten seiner Zeit befreundet und wurde von diesen mit achtungsvoller Hochschätzung behandelt. Ich darf Ihnen mit besonderem Dank und Ehrerbietung diese Ehrung der Stadtgemeinde Peuerbach überreichen. Herr Rektor, Sie haben heute in Ihrer Ansprache über Georg von Peuerbach gesprochen. Georg von Peuerbach, ein Spezialgebiet von Ihnen oder gibt es über den Mann wirklich so viel zu sagen? Er ist einer der großen Professoren der Wiener Universität im ausgehenden Mittelalter. Jener so interessanten geistesgeschichtlichen Situation, in der sehr viel mittelalterliches Denken noch vorhanden ist. Er war sowohl Dichter als auch Astronom als auch Mathematiker und Begründer vieler Wissenschaften. Er hat die Trigonometrie praktisch entdeckt, begründet, die Vermessungskunde praktisch begründet. Er hat die Kometenforschung begründet, also alles Wissenszweige, die von ihm ausgehen. Ich freue mich besonders auch als gebürtiger Peuerbacher und jetziger derzeitiger Bürgermeister von Stegen, dass es diese große Feierlichkeit heute im Dom zu St. Stephan zustande gekommen ist und möchte auch meinem Amtskollegen und meinem Chef, meinem Bezirksschulinspektor August Falkner recht, recht herzlich zu dieser Feier gratulieren und auch zu diesem großen Song. Ich glaube, dass dies auch beim Herrn Dr. Samhaber, dass das ein krönender Abschluss eines Jahre- oder jahrzehntelangen Arbeitsbereiches war. Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass dieser Georg von Peuerbach, das ist ein erster Schritt, wirklich wiederum entsprechend seiner Größe eine Anerkennung bekommen hat und das an der Stelle, eigentlich an der bedeutendsten Stelle der Republik Österreich. Das ist nun einmal das Nationalheiligtum
von Wien. Ja, Georg von Beuerbach, die Gedenktafel ist enthüllt. Was sind denn jetzt so die nächsten Ziele eines Dr. Samhaber? Die nächsten Ziele sind eben, wie gesagt, die Ausstellung. Nächstes Jahr eine würdige Georg von Beuerbach-Ausstellung, wo versucht werden soll, seine komplizierten und sehr kostbaren Instrumente, die in der ganzen Welt verstreut sind, einmal an seinen Geburtsort noch einmal zu vereinigen und einmal hier zusammenzubringen. Er hat sehr talentierte Schüler gehabt, die auch kostbarste astronomische Instrumente verfertigt haben. Wir hoffen, auch davon einen Teil zu bekommen und hier einen gewaltigen Überblick über das Lebenswerk von Georg von Beuerbach geben zu können. Kardinal Schönborn, Sie haben heute von der Gemeinde Beuerbach eine sehr hohe Auszeichnung erhalten. Sie waren schon einmal in Beuerbach? Ich war noch nicht in Beuerbach. Es ist mir leider noch nicht möglich gewesen. Ich hoffe, dass es bald einmal sein wird. Wussten Sie, dass wir als Ford-Händler in der Lage sind, die besten Reifenangebote für alle Automarken zu machen? Wir führen Markenreifen ab 399 Schilling in unserem Sonderangebot. Ich und unser Ersatzteilteam machen Ihnen gerne ein starkes Angebot. Drehen Sie auf, drehen Sie um, 104,9. Antenne 1, total lokal für den Hausruck. Antenne 1, 104,9. Eigene Werkstätte, Meisterbetrieb, Uhren, Juwelen, Stauber, Rathausplatz. Spiel- und Lederwaren, Firma Stauber, Badstraße 11, Bad Schallerbach. Meine Probleme haben Sie in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr, wenn Sie jetzt Teil 2 unserer Tipps für Hausbau und Garten gesehen haben. SMH, Strubreiter, Haustechnik. Ihr Partner für Wasser und Gas, Heizung und Lüftung, Solaranlagen, Wärmepumpen und Pelletsheizungen. SMH, preiswert, kompetent und nah. Druckvasen 072 76 37 74 0. Baumeister Ingenieur Wolfgang Daxer. Die Entscheidung für jedes Bauvorhaben beginnt mit der richtigen Planung. Ich bin Ihr Partner bei Planung, Beratung und Ausführung Ihrer Wünsche. Ob Neubau, Umbau oder Sanierung Ihrer Objekte bin ich als kompetenter Partner für Sie da. Chris Kirchen. 072 48 62 673. Erich Scharinger, internationale Transporte und Baggerungen. Ob Aushub oder Transporte, mit unseren modernsten Maschinen sind wir Ihr Partner für Haus und Bau. Rufen Sie uns an, wir legen Ihnen sehr gerne und unverbindlich ein Offert. Schlüsselberg 0664 402 53 10. Kachelöfen sind heute ein wichtiger Bestandteil unserer Wohn- und Lebensqualität. Ihre Wärmestrahlung ist der Sonne ähnlich. Die Holzverbrennung im Kachelofen erfolgt schadstoffarm und belastet die Umwelt nicht zusätzlich mit CO2. Wir planen für Sie mit moderner Technik und beraten Sie Ihren individuellen Wünschen entsprechend. Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum und rufen Sie uns an. Keramikwohnideen Wolfgang Zistler, 47 22 Beuerbach unter der Telefonnummer 072 76 20 81. Ihr Fachbetrieb für Kachelöfen, Bäder und Wohnraumgestaltung mit keramischen Fliesen und Platten. Oberösterreichische Versicherung.
Christkirchen, Everding und Peuerbach. Die Oberösterreichische Versicherung bietet mit ihrer Zuhause- und Daheimversicherung optimalen Versicherungsschutz für die Errichtung ihres neuen Eigenheimes. Auch für die Absicherung ihrer finanziellen Verpflichtungen garantiert die Oberösterreichische individuellen Schutz zu günstigen Prämien und Betreuung durch erfahrene Mitarbeiter. Mit dem Keine-Sorgen-Schutz der Oberösterreichischen Versicherung sind Sie eben punktgenau versichert. Bezirksleiter Franz Tauber 072 48 62 701. Mit der Errichtung eines Eigenheimes und dem Bezug einer Wohnung werden Millionenwerte geschaffen. Ausreichender Schutz dieser Werte ist also erforderlich, damit allenfalls eintretende Schadenereignisse nicht die Existenz einer Familie bedrohen. Die Oberösterreichische Versicherung bietet mit ihrer Produktlinie Zuhaus- und Daheimversicherung zu günstigen Prämien eine ansehnliche Grunddeckung der elementaren Risiken und kann durch entsprechende Zusatzmodule bedarfsgerechten Versicherungsumfang für Sie maßschneidern. Beginnend mit der noch dazu prämienfreien Rohbaudeckung für die Sparten Feuer, Sturm und Haftpflicht über die Unfallversicherung für kostenlos Mitarbeitende, Freunde und Bekannte aus dem Verwandtschaftskreis bis hin zur Abdeckung der finanziellen Verpflichtungen, die man im Zuge solcher Investitionen eingeht, übernimmt die Oberösterreichische existenzbedrohende Risiken. Die Keine-Sorgen-Versicherung bietet punktgenauen Versicherungsschutz für Ihre Wohnung und Ihr Eigenheim. Ein dichtes Netz an erfahrenen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht für Ihre Beratung und Betreuung zur Verfügung. Lagerhausgenossenschaft Christkirchen Haag. Wir führen alles für Haus, Bau und Garten. Wir führen das Haustürenprogramm und Kunststofffensterprogramm von Internorm. Die Neuheit beim Kunststofffenster ist die 0,9 K-Wert Wärmeschutzverglasung bzw. das 5-Kammern-Profil. Bauberater Franz Havelker 072 48 68 371. Bauservice ist die lagerhauseigene Baufirma. Wir begleiten Sie bei Ihrem Hausbau von der Planung über die Berechnung der Energiekennzahl bis zur Ausführung Ihres Objekts. Für die fachgerechte Ausführung sorgt unsere Dachdeckerei und Spenglerei. Bauservice 072 48 68 371. Innenarchitekt Sammer, Möbel, Treppen, Türen. Durch immer kürzere Bauzeiten, zum Beispiel bei Fertighäusern und Baumeisterhäusern, werden Häuselbauer durch die Vielfalt von Entscheidungen sehr gefordert. Daher ist es wichtig, so früh als möglich den Kontakt mit einem Planungsbüro oder Innenarchitekten aufzunehmen, der Sie fachgerecht berät. Baupläne werden durchgesprochen, abgeändert, daraus resultieren neue Grundrisslösungen, Installationspläne und vieles mehr. Durch persönliche Beratung entsteht ein einheitliches Gestaltungs- und Materialkonzept für Ihr Heim. Pichel 072 47 67 10. Hochhauser Extroderm Fassadenbau. Fassade fix und fertig, in allen Varianten. Wir beraten, liefern, gerüsten und montieren. Sie sollten uns anrufen. Neukirchen bei Lambach 0664 183 65 80. Ausverkauft und bis auf den letzten Platz gefüllt war der Mariandl-Stadl in Galsbach bei der CD-Präsentation des Voralpen-Duos. Und ein sehr bekannter ORF-Moderator führte die über 400 Besucher durch das Programm. Ja, liebe HT1-Zuschauer, herzlich willkommen. Ich habe relativ viel Spaß. Ich weiß nicht, die Damen lachen zwar noch nicht, aber na, wird schon, gell? Also viel Spaß und denselben wünsche ich Ihnen für den folgenden Beitrag. Wolfram Birchner war natürlich der Star des Abends. Jung und alt waren von seinem Charme fasziniert. Ja, ein wunderschöner Mann, ein Tiroler natürlich, ein gestandenes Mannsbild. Aber der eigentliche Zweck war die Präsentation der neuen, der insgesamt vierten CD des Voralpen-Duos. Der Reinerlös dieses Abends kommt zudem einer Mutter mit drei Kindern zugute,
deren Gatte bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte. Wolfram Birchner, ein bekannter ORF-Moderator, heute in Galsbach. Du das erste Mal in Galsbach? Na Hubert, eigentlich das zweite Mal, das erste Mal vor 30 Jahren mit den Wildener Sängerknaben aus Innsbruck, wo wir, ich weiß nicht, das war der Gemeindesaal, glaube ich, ein Konzert gegeben haben und jetzt 30 Jahre später bin ich wieder da. Wolfram Birchner und die Volksmusik, warum eigentlich? Oder du überhaupt von jeher so ein Volksmusik-Fan? Wir haben halt von klein auf auch daheim Volksmusik betrieben und gemacht. Und der Grund, warum ich heute da bin, ist, der Günther vom Vorabendtour hat mich irgendwann einmal angerufen und gesagt, Herr Birchner, könnten Sie diese Veranstaltung moderieren? Dann habe ich gesagt, ich meine, da gibt es andere, ich meine, jetzt, die sich besser auskennen. Und er hat halt gemeint, nein, sie wollen mich haben. Und wie ich da gefragt habe, dass das Ganze also für einen tollen, wohltätigen Zweck ist, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und das ist der Grund, warum ich da bin. Das Voralpenduo, liebe Freunde, hier bei uns auf der Bühne, Günther der Klasse, die Stars des heutigen Abends, neben den weiteren Stars, die hier auf der Bühne stehen, nebenbei. Was wollen wir denn hören, Klasse? Ja, wir werden als erstes unseren Titelsong spielen, und zwar der Titelsong heißt, wie schon du vorhin gesagt hast, ja, Wenn die Alpen schwitzen, ein bisschen was Flotteres, ein bisschen was zum Animieren, auch zum Mitmachen, zum Mitklatschen, und die restlichen Titel werden wir sie dann alles der Reihe noch selbst ansagen. Sichtlich zufrieden, Klaus vom Voralpenduo, großartige Veranstaltung, die da heute abgelaufen ist. Ja, es war eine wunderbare Veranstaltung, ein tolles Publikum, man kann sagen ausverkauft und ein sehr gutes Programm. Der eigentliche Zweck war ja eigentlich eine Benefizgeschichte und ich glaube, die hat sich wahnsinnig gelohnt. Ja, wir haben eigentlich nicht also mit diesem Andrang und mit dieser Summe gerechnet. Wir werden in der Größenordnung von ca. 40.000 Schilling, also in dieser Größenordnung wird die Summe liegen, die wir dann der bedürftigen Familie zugutekommen lassen. Günther, eine großartige CD-Produktion vor einem riesen Publikum. So viel Besuch erwartet? Ja, so viel haben wir eigentlich nicht erwartet, aber es ist natürlich super, wenn so viele Leute kommen und dass so ein Betrag herauskommt, ist natürlich eine feine Sache. Also wir sind voll begeistert, auch nicht nur wir, auch der Wolfram Birchner ist hell begeistert von dieser Veranstaltung, dass es so gelungen ist, so professionell gemacht war das Ganze. Er hat uns sehr gelobt und es war einfach wirklich eine schöne Veranstaltung. Es sind auch die Leute alle zufrieden. Bis das der Tag beginnt. Die vierte CD, und Sie sind natürlich herzlich eingeladen und auch aufgefordert, diese CD heute Abend und hier zu kaufen. Und das Voralpenduo wird sie auch handsignieren. Jetzt in der Pause. Liebe Seher von HT1, wenn Sie bei HT1 anrufen, dann können Sie 3 handsignierte CDs von uns gewinnen. Mit Vollgas durch die Nacht. Und last but not least trugen für den Riesenerfolg dieses Abends auch der sehr, sehr junge Staatsmeister auf der Steirischen, Peter Maurer, und die Breinfalk-Dirnen bei. Neues und Sehenswertes aus der Bezirkshauptstadt Graskirchen zeigen Ihnen nun wieder unsere Partner vom TTF. Thank you.
Ein herzliches Grüß Gott und willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von DTF Total Lokal. In Kürze geht's los mit den Neuigkeiten aus Christkirchen. Zuvor aber noch eine Korrektur zu unserer letzten Ausgabe von DTF Total Lokal, und zwar genauer gesagt zum Volksschulbeitrag. Damals erwähnten wir, dass bei den Integrationsklassen offenes Arbeiten und Lernspiele im Vordergrund stehen, aber dies gilt nicht nur für die Integrationsklassen, sondern auch für alle anderen Klassen. Das sei ergänzend hinzugefügt. Jetzt geht's aber los mit den Neuigkeiten aus der Bezirkshauptstadt. Mit dem Internet liegt einem mehr oder weniger die ganze Welt auf billigstem Wege zu Füßen. Viele PC-Benutzer träumten vor vielen Jahren noch davon, einmal im World Wide Web surfen zu können. Und mittlerweile ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen praktisch mit dem Internet aufwachsen. Die Volksbank Everding Christkirchen mietete einen sogenannten Cybertruck. Den können Sie bei mir im Hintergrund sehen. Und was es damit auf sich hat, das erzählt Ihnen jetzt meine Kollegin Elisabeth Grabmeier. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die Volksbank Everding Christkirchen. Ein 16 Meter langer und 2,5 Meter breiter Sattelschlepper tourt für die Volksbanken durch ganz Österreich. Ja, nachdem es die Möglichkeit gibt, diesen Cybertruck zu mieten, da er durch ganz Österreich tourt, hat die Volksbank Christkirchen auch spontan gesagt, das Medium Internet ist ja ein Medium, das die jungen Leute anspricht, und darum muss der vor die Hauptschule Christkirchen. Und wie man sieht, kommt das Ganze sehr gut an. Also die Schüler sind schon gar nicht mehr wegzubringen von den PCs. Im Inneren des Trucks befinden sich 10 Internet-PC-Plätze, wobei von jedem dieser PCs ins Web eingestiegen werden kann. Was machst du da jetzt gerade im Internet? Ja, ich schaue gerade bei Adressen, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so auskenne. Einfach so zum Spaß. Ja, ich war bei den Computerspielen. Da kann man sich informieren, was für Spiele, also neue Spiele gibt. In der Chatten. Ich bin auf Pro7, schau mir die Simpsons an, Bilder vom Bart und halt vom Humor. Ja, und ist recht witzig. Taugt mir. Was ich mache, ich weiß auch nicht, aber ich schreibe gern halt. Die Cybercrew begleitet den Truck und bietet den Jugendlichen eine professionelle Betreuung. Die Berührungsängste sind immer da. Das ist doch jetzt schon die nächste Generation, die im Prinzip mit dem Computer aufgewachsen ist. Und es wird immer besser. Sprich, auch wenn Sie sich nicht auskennen, haben Sie überhaupt keine Angst, irgendwie das Werkzeug Internet zu benutzen und ohne Scheu irgendwie dort weiterzumachen und wenig Hilfestellung eigentlich. Also es funktioniert wunderbar. An der Rückseite des Sattelschleppers ist eine Video-Wall mit TV-Monitoren aufgestellt. Somit wird MTV und das Innenleben des Cybertrucks übertragen, damit auch die wartenden Schüler unterhalten werden. Das Internet bietet aber nicht nur die Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Naja, bessere Vernetzung. Also, die Welt ist besser vernetzt einfach. Dass ich wen kennenlerne. Ja, mehr Spaß. Dass man mehr Bekanntschaften macht mit E-Mail. Ja, Informationen. Viel. Fun. Es waren selbstverständlich auch zwei Volksbank-Mitarbeiter vor Ort, die den persönlichen Kontakt zu den Schülern pflegten. Die Volksbank Everding Christkirchen ist auch offen für die Jugend, und darum haben wir dieses Thema angesprochen und wollen unseren vielleicht zukünftigen Kundschaften einfach die Möglichkeit bieten, in diesem Medium sich frei zu bewegen. Man legt also großen Wert auf die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen, und mit dem World Wide Web hat die Volksbank hier sicher das Richtige gefunden.
Diesen Beitrag widmete Ihnen die Volksbank Eva Dinkerskirchen. Für immer jung zu bleiben ist der Traum der Menschheit, aber leider bleibt die Zeit nicht stehen und viele bekommen dann ab einem gewissen Zeitpunkt Angst vor dem Altwerden. Aber diese Angst wird wiederum gelindert durch die Einrichtung von Altenheimen. Dort können sich auch ältere Personen pudelwohl fühlen. Schon allein aus diesem Grund sind die Dienste solcher Einrichtungen unerlässlich. Das seit über 30 Jahren bestehende Bezirksaltenpflegeheim des Sozialhilfeverbandes Christkirchen ist für viele alte Menschen, die alleine nicht mehr so gut zurechtkommen oder intensiver Pflege bedürfen, ein Ort, an dem sie in einer schönen, angenehmen Umgebung ihren Lebensabend verbringen und genießen können. Das Bezirksaltenheim, Bezirksalten- und Pflegeheim Christkirchen hat 115 Bewohnerinnen und Bewohner. Wir haben ca. 60 Mitarbeiter, wobei der Großteil teilbeschäftigt ist. Unser Haus ist 1965 eröffnet worden. Anfang der 80er Jahre einmal ein Teil umgebaut worden und 1995 ist ein Zubau für ca. 30 Bewohner dazugekommen, eben zugebaut worden. Unser Haus hat 99 Zimmer, wobei der Großteil Einzelzimmer sind, was für die Bewohner sehr wichtig ist. Mama, aufopfernde Fürsorge kümmern sich die Pflegerinnen und Pfleger um die Bedürftigen und stehen ihnen rund um die Uhr hilfsbereit zur Seite. Pflegeberuf ist einmal zuerst einmal vor allem Essen, dann die Leute eben beim Waschen, entweder helfen oder Ganzkörperpflege machen. Ja. Und wir haben mit ihnen ein bisschen spazieren gehen, beschäftigen, auch, wo wir auch Zivildiener haben, die was das gerne machen. Die intensive Zuwendung verlangt von den Altenfachbetreuern viel Engagement und Einsatz. Denn neben der physischen Versorgung der Bewohner leisten sie zusätzlich wichtige psychosoziale Betreuung, die manchmal viel Energie kostet. Also ich finde, man gewohnt. Man sieht das jeden Tag und man kann einfach mit dem dann umgehen. Die hellen, freundlichen Räumlichkeiten und die nette Gesellschaft sorgen dafür, dass sich die Heimbewohner wie zu Hause und rundum wohlfühlen. Gut geht's mir. Das wär gelungen, wenn man sagt, es geht einem nicht. Leute gibt es ja immer, die kritisieren können, die immer was zu meckern wissen. Man hat sein Mittagessen, man hat sein Frühstück, hat sein Mittagessen, hat ein Spätjausen oder Abendessen, wie sie es nennen wollen. Man kriegt das Zimmer, man braucht nicht putzen im Zimmer da herinnen, die Wäsche kriegt man gewaschen, die Bettwäsche wird alles gewechselt, aber wieder. Und also ich weiß nicht, was man da meckern sollte. Ja, eh gut, ja. Wir dann halt alle ein wenig zusammensitzen, ein wenig schnurren, ein wenig politisieren, ein wenig meckern. Mecken hauptsächlich. Ein wenig mecken, ja. Die Leute ein wenig segieren. Ja. Was denn nun? So muss der Tag vergehen, gell? Die Heimleitung ist sehr bemüht, die alten Menschen so gut wie möglich in das Tagesgeschehen des Heims zu involvieren. Ja, wir bieten den Bewohnern auch an, selbst aktiv am Heimbetrieb mitzuarbeiten. Zum Beispiel im Garten, wir haben da einen ganz tüchtigen Gärtner. Oder in der Küche, bei Hilfsdiensten oder im Speisesaal beim Servieren. Das sind so Sachen, wo sie mitmachen können. Es sind leider, würde ich sagen, etwas zu wenige, die sich daran beteiligen. Es könnten mehr dabei mitmachen. Und das würde vielleicht den einen oder anderen ganz gut tun. Aber es ist natürlich freiwillig und es wird keiner dazu gezwungen. Hilfesuchende können sich direkt an die Heimleitung wenden.
grundsätzlich kann er zu uns, zu mir ins Altenheim kommen, da seine Angehörigen eben anmelden, vormerken lassen. Wobei ganz wichtig ist zu wissen, dass eine jahrelange Vormerkzeit nicht notwendig ist. Da wir aufnehmen, unsere Kriterien der Aufnahme ist die Dringlichkeit. Das heißt, es wird die Wohnsituation wird beurteilt des Bewerbers, der Gesundheitszustand und die Pflegegeldstufe. Das sind die drei Kriterien, die entscheidend sind für die Aufnahme ins Heim. Trotz der guten Betreuung für die alten Menschen sollte nicht vergessen werden, dass die Unterstützung der Angehörigen immer noch einer der wichtigsten Faktoren und somit unerlässlich ist. Essen, trinken, fröhlich sein. Tuba, Mangelburg, Eskirchen. Musik verschönert und versüßt das Leben. Darüber sind wir uns wohl einig und in gewissen Situationen wünscht man sich immer wieder, das eine oder andere Stück zu hören. Die Stadtkapelle Christkirchen ermöglichte es am vergangenen Wochenende im Veranstaltungszentrum Mangelburg den zahlreichen Besuchern, ihre Wünsche zu äußern. Und dabei fiel vor allem die hervorragende Mischung auf, die sowohl bei Jung als auch bei Alt gut ankam. Im Zeichen von Jubiläen und Auszeichnungen stand das diesjährige Wunschkonzert der Stadtkapelle Christkirchen. Das Wunschkonzert ist an und für sich ein Leistungsbeweis unserer Musiker an ihre Fans, ihre Gönner, an die Freunde der Blasmusik. Und das Wunschkonzert ist immer eine Riesenherausforderung, weil da beweist man seine Leistungsstärke, seine Spielstärke. Und die Leute haben auch eine große Freude damit und ich hoffe, wir werden auch heute den Saal wieder voll bekommen. Auch wenn laut Obmann Ingenieur Oskar Hoffmann es ein wahres Zittern bis zum Beginn des Konzertes ist, konnte man sich auch heuer wieder großer Anteilnahme erfreuen. Mithilfe bei der Stockerbühne und beim Sammeln und so weiter. Und dadurch bin ich immer dabei. Jedes Jahr, ein Stammgast. Ja, ich bin ein Freund der Musik, der Blechmusik besonders. Nicht? Und deswegen bin ich auch wieder da, seit Jahren schon. Ich habe alle drei Kinder dabei bei der Kapelle. Also begeisterter Anhänger. Jedes Jahr, ich habe noch nie eins auslassen. Ist es ein Muss, wenn man gehen muss, weil irgendwer bekannter mitspielt oder ist freiwillig? Ja, beides. Ja, ja. Ich habe früher auch schon gegangen, wo eigentlich keine Bekannten waren. Nicht? Aber jetzt sind die Kinder auch dabei. Jetzt muss ich gehen, aber ich will gehen. Also wahrlich Liebhaber und Gönner der Blasmusik mit sehr wohl unterschiedlichen Erwartungen, die sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen ließen. Ich erwarte mir wieder wie jedes Jahr, dass das sehr schön gestalten. Ich lasse mich eigentlich ein bisschen überraschen, dass so super ist wie immer. Unterhaltung und dann schauen, wie weit das vom Niveau sind. Ja, einiges. Ja, das fest wird. Ich kann es jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ich schon ein paar Jahre nicht mehr war. Unter dem Motto Ihr Wunsch, unser Konzert präsentierte die Stadtkapelle unter der musikalischen Leitung von Professor Karl Kasbauer ein erlesenes Blasmusikkonzert mit einer Auswahl bekannter Melodien. Wir haben heute ein eher buntes Programm, wie wir im ersten Teil schon gesehen haben. Wir haben so die Blue von Gershwin, dann eine ganz klassische Ouvertüre von Schubert, die Rosamunde,
dann ein Musical-Querschnitt jetzt aus Gris. Im zweiten Teil geht es ähnlich bunt weiter, ein Paso Doble, ein spanischer Tanz, dann Kaiserwalzer von Johann Strauss zum 100. Todestag von Strauss, dann eine mährische Polka und am Schluss unter dem Sternenbanner ein amerikanischer Marsch. Wie lange wird vorher geprobt? Wir haben jetzt jeden Freitag geprobt und 3-4 Proben an Sonntagen oder zwischendurch einmal eingeschoben. Doch nicht nur Musik und Wünsche standen auf dem Programm, sondern auch einige Ehrungen, die vom Bezirksobmann Konsulent Franz Neuwirth vorgenommen wurden. Gerhard Gschwandner erhielt das Ehrenzeichen in Silber für 35 Jahre aktive und langjährige Funktionärstätigkeit. Frau Waltraud Wiesner die Ehrenbrosche für das Mitwirken ihrer 4 Töchter bei der Stadtkapelle. 6 Jungmusikern, und zwar Robert Müllner, Katharina Sandberger, Martin Huber, Florian Weiß, Sabine Wiesner und Thomas Strasser wurde das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze überreicht. Elisabeth Traunwieser und Elisabeth Wieser legten das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber mit Auszeichnung ab. Bekanntlich steigt die Qualität von einem Auftritt zum nächsten. Ist das beim Wunschkonzert auch so? Ich glaube, dass sie tatsächlich noch wieder besser geworden sind. Es dürfte immer gleichbleibend sein. Nein, aber sie sind sehr gut. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ehrenobmann Hans Blätterbinder krönte am Ende diese wiederum gelungene Veranstaltung mit dem Dirigieren des Radetzky-Marsches. Zweite Christkirchner Schnitzeltage von 25. März bis 5. April in der Tuba Mangelburg. Mittagsbrunch täglich von Montag bis Freitag schon ab 79 Schilling. Genießen Sie auch unser eigenes Tuba-Bier in der Cocktailbar. Tuba. Essen, trinken, fröhlich sein in Christkirchen in der Mangelburg. Fairplay. Ihr Sport aus der Region wird Ihnen präsentiert von Ritterbräu. Ihr Bier aus der Privatbrauerei Neumarkt im Hausruck. Neu in unserem Angebot ist eine Koproduktion zwischen DTF und HT1, nämlich das Sportmagazin. Wir berichten künftig viel über Fußball, aber auch über Randsportarten in unserem Bezirk. Nachdem in der vergangenen Woche das runde Leder zu rollen begann, widmen wir uns aber dieses Mal ausschließlich dem König Fußball. Wir berichten von 3 Partien, zum einen aus der Regionalliga Mitte von SV Pöttinger Christkirchen gegen den SV Leibniz. Dann geht es weiter in der zweiten Landesliga West. Da zeigen wir Ihnen die Begegnung zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt und Union Pettenbach. Und am Ende werfen wir noch einen Blick in die Bezirksliga Süd zum Schlager zwischen dem SV Bichl und dem ATSV Timmelkamm. Beginnen wollen wir aber in der Regionalliga Mitte bei Christkirchen gegen Leibniz. Und dabei ist vor allem eines interessant, ja geradezu paradox. Die Christkirchen haben im Herbst doppelt so viele Tore erzielt wie die Steirer und dennoch liegen sie 8 Ränge und 11 Punkte hinter Leibniz. Was dieses Mal für die Rot-Grünen drinnen war gegen die Herren aus der Geburtsstadt von Thomas Muster, das erfahren wir in den nächsten Minuten. Die Hoffnungen des SV Pöttinger Christkirchen auf den Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte sind zwar nicht allzu groß, dennoch hofft man gegen Leibniz auf 3 Punkte. Erste Möglichkeit für die Hausherren, Kurt Willinger, aber er scheitert knapp. Die Christkirchener drückend überlegen in der Anfangsphase dieser Partie und dann tritt erstmals Neuerwerbung Hans-Peter Steininger in Aktion. Macht das wunderschön, aber dann wird der Winkel zu spitz. Weiterhin 0:0. Und wieder die Hausherren.
wiederum Hans-Peter Steininger, er sieht die zweite Neuerwerbung, Markus Haas und der hebt den Ball übers Kreuzeck. Die Angriffswelle der Chris Kirchner überflutet nach wie vor den Strafraum der Gäste. Weißenböck geht auf und davon, wird auch unserem Kameramann zu schnell. Dann Flanke in den Strafraum, Steininger ist da und das ist das 1:0 für den SV Pöttinger Chris Kirchen in der 27. Spielminute. Hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Solche Szenen waren im Herbst eher selten und Chris Kirchen macht weiter Dampf. Nächste Möglichkeit, wiederum Haas, aber er trifft hier den Ball nur mit dem Außenrist. In der Folge verabsäumen es die Kögelberger Schützlinge, den Sack vorzeitig zuzumachen. Chancen über Chancen vor allem für Hans-Peter Steininger, hier zieht er wieder allein aufs Tor, aber die Kugel will nicht in die Maschen. Nach 15 Minuten Schlafwagenfußball zu Beginn der zweiten Halbzeit gehen die Gäste erstmals auf Pirsch ins Christkirchner Revier und dann dieses Missgeschick von Kurt Willinger, er befördert das Leder völlig freistehend über Goli Ratzenböck in die eigenen Maschen. Typisch für ein Tabellenschlusslicht, zum fehlenden Glück kommt auch noch Pech hinzu. Der Ausgleich für Leibniz in der 63. Minute. In der Folge überschwemmt eine weitere Angriffsflut den Gästestrafraum. Weißenböck, drei Christkirchner in der Mitte, aber der Stangelpass findet keinen Abnehmer. In der 71. Minute dann eine strittige Szene. Kapitän Walter Meyer tankt sich auf der linken Seite durch und da forderten die Christkirchner Fans einen Handelfmeter. Wir holen das Ding nochmals aus dem Bildkasten. Der Leibnizer berührt zwar den Ball mit der Hand, aber im Fallen. Keine Absicht, richtige Entscheidung von Schiri Wieser weiterspielen zu lassen. Dann die nächste Szene und die nächste Chance für den Christkirchner Oldi, aber er erwischte nicht unbedingt den besten Tag. Und Tore, die man nicht macht, bekommt man bekanntlich. 76. Spielminute. Ewald Germuth genießt alle Freiheiten, wird von allen Christkirchnern im Stich gelassen, dann tunnelt der Ratzenböck und der Spielverlauf ist auf den Kopf gestellt. 1:2. Auch dieses Tor nochmals in der Zeitlupe. Dann will Kurt Willinger seinen Fehler wieder gut machen. Freistoß Walter Meyer. Willinger mit dem Kopf, aber er hat wohl auch schon glücklichere Tage erlebt. Der Querbalken rettet für die Steirer. Die letzte Chance gehört dann den Gästen, aber Manfred Breschan verzieht. Christkirchen unterliegt Leibniz mit 1:2 und kassiert damit die 11. Niederlage im 14. Spiel. Und Neuerwerbung Hans-Peter Steininger singt trotz des Tores keine Jubellieder. Ja, man fühlt sich nicht so gut, weil das Tor hat nicht recht viel gebracht. Ich hätte nur eins machen können kurz vor der Halbzeit, dann hätte es vielleicht ganz anders ausgeschaut. Ist das typisch, wenn man am Schwanz der Tabelle herumhängt, dass man solche Spiele, die man eigentlich gewinnen muss, und vom Spielverlauf her war Christkirchen besser, dass man die verliert? Ich weiß nicht, ob es typisch ist. Normalerweise hätte man gewinnen müssen, weil man entweder mache ich es 2:0 oder dann haben wir so ein Pech an und der köpft ins eigene Tor zurück, der Tor, man kommt nicht mehr hin, um ein bisschen was. Und wenn man unten drinnen steht, ist es sicher ganz schwer, dass man rauskommt. Und wenn man dann so ein Pech auch noch hat, das wird ganz schwierig. Ja, es ist schade, dass wir dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir haben zweite Halbzeit leider nicht mehr den Spielfluss gefunden und haben eigentlich Angst vor den Siegen gehabt und sind dann wirklich durch zwei unglückliche Tore in Rückstand geraten. Was mir aufgefallen ist gegenüber dem Herbst, die Mannschaft ist in der Verteidigung bei den hohen Bällen um einiges sicherer als im Herbst. Haben Sie da den Hebel angesetzt? Ja, wir haben die Spieler eben fit bekommen und die beiden Manndecker wie Schindler und Mauert haben eine hervorragende Leistung gebracht. Schon langsam, aber sicher sieht man die rote Laterne der Christkirchen auch schon in der Landesliga leuchten. Jetzt geht es in die zweite Landesliga West zur Begegnung zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt und Union Pettenbach. Die Neumarkter waren im Herbst die Schießbude der Liga. 50 Gegentreffer in 13 Partien, das macht fast 4 pro Match und das ist auch nicht alltäglich. Und da war klar, dass man bei den Neumarktern im Winter den Hebel bei der Defensivarbeit ansetzen musste. Und das war auch gut so, denn mit Pettenbach kam nicht nur der Aufsteiger und Tabellenführer ins Hausruckviertel, sondern auch jene Mannschaft, die meisten Tore in dieser Liga erzielt hat. Also eine schwierige Ausgangssituation für den SV Ritterbräu Neumarkt, aber vielleicht gab es trotzdem eine Überraschung. Hubert Huemer berichtet von der Partie Neumarkt gegen Pettenbach. Rund 200 Besucher kamen zum ersten Heimspiel des SV Ritterbräu Neumarkt gegen den Tabellenführer der zweiten Landesliga West, Union Pettenbach.
Nachdem der Matchsponsor Anton Hagen den Ehrenanschluss vorgenommen hatte, wurde den Fans bei sehr kaltem Wetter nicht unbedingt warm. Pettenbach war technisch besser, dies machte der SV Ritterbräu durch Einsatzwett. Besonders gespannt war man natürlich auf den Erstauftritt der Neuerwerbungen des Winters. Lettner Florian, 20 Jahre, der aus Rottenbach erste Klasse kam. Dann sicher der Star Gábor Benkovic, 25 Jahre aus Pécs, Ungarn, der dort erste Liga gespielt hat. Und Tormann Martin Kapsamer, 18 Jahre, der im Winter aus Christkirchen kam. Die Höhepunkte der ersten Halbzeit sind schnell aufgezählt. Ein nicht gegebenes Tor der Heimmannschaft und ein Lattenschuss der Gäste durch Ex-Bundesligaspieler Wauki Waldhör. Zufrieden bis jetzt mit dem Match? Ja, es war, ist eigentlich zufriedenstellend, das 0-0 zur Halbzeit. Der Markus hat fast ein Tor geschossen, mein Sohn. Es war leider, was war das, ein Abseits oder irgendeine, ja, eine Fehlentscheidung halt, finde ich. Es war, hätte drinnen sein können. Also er war ja drinnen, ne? Es ist eigentlich für das, dass Pettenbach ein erster Stil ist, nicht weiß gerade was für ein Match, nicht von, auch von Pettenbach, was man von da sieht. Und in der Pause war dann Tee mit Rum oder sogar doppelten Rum das In-Getränk. Warm ums Herz wurde dann den Fans der Heimmannschaft in der 51. Minute. Gábor Benkovic erzielte das vielumjubelte 1:0. Der Tabellenführer aus Pettenbach machte dann zwar viel Druck, aber Einsatz, eine hervorragende Abwehrleistung, ein sehr guter Goalie und manchmal auch Glück bescherte dann dem SV Ritterbräu den sicher nicht erwarteten sensationellen Endstand von 1:0. Und damit drei äußerst wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ein sichtlich zufriedener, vor allen Dingen auch glücklicher Trainer, den Tabellenführer aus Pettenbach 1:0 geschlagen. Starke kämpferische Leistung, was man gesehen hat. Ja, ich sehe das genauso. Wir haben gewusst, dass wir gegen Pettenbach, das ja eine spielerische Mannschaft ist, nur bestehen können, wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht, sprich kämpferisch mindestens 100% bringt. Und genauso ist es auch gekommen. Wir haben aus einer sehr guten Defensivorganisation einfach schnell nach vorn gespielt und das war das Rezept. Unsere Taktik ist voll aufgegangen. So. Im Allgemeinen muss man sagen, gegen die Ersten und gegen den Meister, der Aspiranten, muss man sagen, kann man fast nur durch Kampf. Und unsere Mannschaft ist sowieso spielerisch nicht die stärkste Mannschaft. Aber man hat gesehen, was man alles mit Kampf allein machen kann. Und auch, dass wir, diese waren vielleicht ein bisschen überheblich und das nicht dann hergefahren sind und glauben, ja, da kriegen sie 2, 3, 4, 5 0. Und wir haben gesagt, wir hauen sich voll über die Scheine und sehen, was rauskommt. Und wie man gesehen hat, ist tolle Leistung rausgekommen und wir können auf ihre Leistung aufbauen und hoffen wirklich fürs Frühjahr, dass wir nicht mehr so weit in die Abstiegszone reinrutschen und dass es ein Bombenfeuer wird. Zufrieden mit der Mannschaft? Ja, sehr. Also wir haben heute ein großes Spiel geliefert. Ich bin sehr froh mit der Mannschaft. Man sieht, wir haben eine sehr junge Truppe. Es ist in der Übergangszeit offensichtlich vom Trainer und von den Spielern sehr gut gearbeitet worden und das wird heute einmal belohnt. Was sind die Ziele jetzt fürs Frühjahr, die realistischen Ziele? Ja, Ziel ist auf alle Fälle ein ganz gesicherter Klassenerhalt in der zweiten Landesliga. Das ist unser großes Ziel und ja, wir sehen, dass das hoffentlich erfüllbar ist. Durch so einen Sieg nimmt man natürlich das nötige Selbstvertrauen mit und die Motivation ist ganz klar. Und ich hoffe, das wird sich auch in den nächsten Punktspielen auszahlen. Okay, danke fürs Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Glückwunsch an Neumarkt, die Sensation ist also tatsächlich gelungen. Vielleicht geht es in ähnlicher Art und Weise weiter.
In der Bezirksliga Süd gibt es mit dem SV Pichl und dem ATSV Timmelkamp zwei Mannschaften, die weiß Gott schon bessere Fußballzeiten erlebt haben. Die Pichler hatten vor einigen Jahren noch den Vizeherbstmeistertitel in der zweiten Landesliga West feiern können und die Timmelkammer erinnern sich sogar noch an goldene Zeiten in der ersten Landesliga. Seit einigen Jahren krebsen aber beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Süd herum. Für die Pichler ist aber dieses Mal vielleicht der Wiederaufstieg in die Landesliga möglich. Denn nach dem Herbstdurchgang liegt man nach Verlustpunkten gerechnet gleich auf mit Tabellen. Führer Bad Ischl. Die Timmelkammer hingegen kämpfen nach wie vor gegen den Abstieg, also für beide Mannschaften ging es um lebenswichtige Punkte. Der Anpfiff für den Herbstmeister der Bezirksliga Süd, SV Entholzer Pichl, erfolgte vor ca. 250 Fans, die gegen ATSV Timmelkamm natürlich einen Heimsieg erwarteten. In den ersten 10 Minuten zeigten aber die Gäste aus Timmelkamm Schwächen der Heimmannschaft in Mittelfeld und Abwehr auf. Und mancher Pichler Kicker machte vorerst eher durch seine nicht mehr vorhandene Haartracht auf sich aufmerksam, als durch spielerische Akzente. Doch wie aus heiterem Himmel gelang nach einer schönen Vorarbeit von Spielertrainer Ali Husbeck und Zoltan Tesan und unglücklicher Abwehr des Gästetormannes durch Neuerwerbung Wolfgang Meyer Pichl das 1:0. Nach dem 1:0 agierte dann der Herbstmeister zwar stärker, aber noch zu verspielt. So, liebe HT1, ja, wir haben jetzt den Obmann vom SV Entholzer Pichl vor der Kamera. Was sagen Sie zu den ersten 45 Minuten? Ja, ich muss sagen, fürs erste Spiel ist, glaube ich, ganz ansprechender Fußball geboten worden. Haben auch dann das 1:0 gemacht, Mitte der ersten Halbzeit. Was gefördert war immer zweites Tor. Ich hoffe, das wird in der zweiten Halbzeit fallen dann. Die Neuerwerbung hat das Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Was erwartet man sich von dem nun? Ja, wir erwarten sie vom Meier Wolfgang, den wir aus Weißkirchen geholt haben, vor allem eine Verstärkung auf der linken Seite im Offensivbereich. Und wie man gesehen hat, hat das gleich geklappt mit dem 1:0. Unser Ziel ist eben, dass wir den ersten Platz behalten. Wenn möglich, dann natürlich der Aufstieg in die zweite Landesliga. Es wird aber sehr schwer werden, weil eben Bad Ischl sehr gute Mannschaft ist, die sie im Winter gut verstärkt haben, beziehungsweise der SV Vöcklabruck. Also es wird wahrscheinlich ein Rennen werden zwischen die drei Mannschaften um einen Meistertitel. Nach der Pause sah es allerdings nicht meisterlich aus, was Pichl da zu bieten hatte. Ganz im Gegenteil. Plötzlich führten die Gäste aus zwei Strafstößen innerhalb von nur einer Minute 2:1. Am Rande erwähnt sei, dass es ein sehr farbenprächtiges Spiel war. Einmal rot für Pichl, einmal rot für Timmelkamm und insgesamt 8 gelbe Karten. Doch nun zeigten die Pichler, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen. Voller Einsatz und Kampfgeist machen sich eben doch bezahlen. Vorerst vereitelte zwar der Gästetormann durch einen großartigen Reflex noch das Ärgste. Der daraus resultierende Eckstoß bedeutete aber durch Zoltan Tesarik in der 65. Minute das mehr als verdiente 2:2. Und nun wurden es Festspiele der Nummer 10, Zoltan Tesarik. Mit seinen beiden weiteren Toren in der 70. Minute aus einem Handelfmeter und einem wunderschönen Überheber in der 90. Minute gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Und er sicherte damit fast im Alleingang den 4:2 Heimsieg des SV Entholzer Pichl. Ja, Zoltan, zufrieden mit deiner Leistung im Spiel? Ja, ich habe 3 Tore gemacht. Das ist genug. Ich glaube. Ja, Wolfgang Meyer, wie bist du zufrieden gewesen bei dem ersten Einsatz für den SV Entholzer Pichl? Ja, es war nicht so schlecht. Ich glaube, das war eine gescheite Kampfpartie. Schiedsrichter hat ein bisschen am Wirbel reingebracht. Aber im Endeffekt haben wir es dann verdient gewonnen. Und so ging nach 90 spannenden Spielminuten die Sonne über Pichl nicht unter, sondern wieder auf.
Das war die erste Sportsendung, eine Co-Produktion von HT1 und DTF. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, sowohl bei DTF Total Lokal als auch beim Sportmagazin. Ich wünsche bis dahin alles Gute, verabschiede mich. Wiederschauen. Baba. Fairplay, Ihr Sport aus der Region, wurde Ihnen präsentiert von Ritterlimonaden. Die Durstlöscher aus der Privatbrauerei Neumarkt im Hausruck. Einladung zum Kammermusikabend. Sonntag, 11. April 1999, 19 Uhr, im katholischen Pfarrheim Wallern. Mit dem Trio 71. Nun sind wieder unsere Freunde und Fans von K3 an der Reihe. Folgen Sie unserem Partner Kurt Thomandl auf seinen Spuren durch den Hausrock. Eine Frage als Laie habe ich da. Wohin fällt der Baum? Wo er will oder was ihr wollt? Als Forstfacharbeiter versucht man auf jeden Fall, dass man die Bäume genau dort hinbringt, wo man es hinhaben will. Und das ist sicher, auf ein paar Meter Abweichungen fällt er genauso hin. Und wie geht das? Da ist das Erste, dass man einen Keil ausschneidet. Und der Keil ist maßgeblich nachher für die Fellrichtung. Und der fällt genau im 90-Grad-Winkel, das ist mein Griff, fällt er genau Richtung innen. Der Keil soll ungefähr ein Viertel vom Baumdurchmesser ausgeschnitten werden im 45-Grad-Winkel. Ich war einmal dabei, wie die Feuerwehr in meinen Baum umgeschnitten hat. Da hat sich einer vor dem Baum hingekugelt. Wie geht das? Was tanzt ja, da? Da kann man die Fellrichtung genau bestimmen. Da hugelt man sie so her, dann tut man die rechte Hand und die linke Hand genau zum Schnitt. Dann schaut man auf den Baum rauf, dann fällt er genau so in der Richtung. Also gerade zu mir her, das heißt, ich ja, muss jetzt weggehen. Ja, war ganz nett. Ich habe gesehen, du machst so seitlich Splintschnitte. Für was sind die? Die Splintschnitte sind dazu, dass der Baum beim Umfallen nicht einreißt. Da schneidet man ungefähr so 5 bis 10 cm rein. Nur einen reinen Schnitt. Das nächste ist dann der Fehlschnitt. Der Fehlschnitt wird um ein Zehntel vom Baumdurchmesser, die sind bei diesem Baum ungefähr 8 cm höher angetragen, und wird dann rübergeschnitten, das was man dann gleich sieht. Und die Bruchleiste, die was ganz bestimmend ist für die Fellrichtung, das ist ungefähr, das muss ich noch sagen, so eine Breite, auch um die 8 cm, die ist maßgeblich
Das ist maßgeblich für die Fehlrichtung nachher, dass die schön gleichmäßig rübergeht. Ja, dann packen wir es einmal. Sieht man den Baum schnitten einmal, das ist der Keil ausgeschnitten worden. Nachher ist das die Bruchstufe, die soll gleichzeitig mit gleichmäßig da oben gehen. Eine Breite wie jetzt erst um die 8 cm. Eine Stufe soll vorhanden sein und eben da rüber dann der Fehlschnitt. Ist jetzt der Baum gesund oder müsst ihr da auch was wechseln? Nächstes muss man die Wurzelläufe wegschneiden. Und die Bruchleiste. Die Wurzelläufe, das sind die zwei Titeln, was da ausschauen, oder? Die Wurzelläufe, ja. Das nächste ist nachher das Entasten vom Baum und die Ausformung. Das wird nach einem Holzauszug gemacht, dass gewisse Stärken, gewisse Längen durchschnitten werden. Weil da zum Transport sind die Längen 4 bis 6 Meter normal. Man hängt als erstes das Mastband ein, startet die Säge, das Außen beginnt. Und bei 5 Meter, das erste wird 5 Meter mit 10 cm Überlänge schneidet man den Baum, den ersten auf 5 Meter 10 ab. Ja, ganz wichtig ist einmal die Schneipe der Motorsäge. Bei der kleinen Säge haben wir bei einer neuen Kette als erstes ein 4,8er Feil. Und bei der, wenn dann der Zahn zurückgeht, dass er kürzer wird, der Zahn, dann nehmen wir ein 4,5er Feil. Ja, zeigst du uns das einmal, wie das geht? Weile. Ich fahre da ca. 35 Grad. Ist das nicht so genau? Ist schon genau. Sie hat da die Kette und da eine Teilung um. Da hinten, da sieht man genau, in Winkel, wie du das fein musst. Und das ganze Fein ist eine Gefühlssache. Es geht einfach nichts über gute Schneide. Man soll circa einmal am Tag mindestens fein. Also da ist schon noch viel handwerkliches Können dabei. Ja, das lernt man alles in der Schule. Ja, jetzt feist du uns einmal das. Man feiert die rechten Zehen mit der rechten Hand und die linken Zehen feiert man mit der linken Hand. Und du kannst jetzt nicht mehr. Du hast uns am Anfang was gesagt, dass ihr durchforsten und schlägern tat. Was ist da für ein Unterschied für unsere Zuschauer?
Verschlägerung ist, wenn man die ganzen Bäume, ein normaler Bestand von zwischen 80 und 100 Jahren, umschneidet, das ist praktisch die Ernte. Da muss natürlich eh wieder aufgeforstet werden und die Äste gemulcht oder etc. gemacht werden. Und die Durchforstung ist eine Stammreduktion, wenn man jetzt am Anfang um die 3000 Pflanzen pro Hektar und die schöneren und die besseren Bäume werden freigestellt, dass sie Licht und eben Platz bekommen. Und das macht man die erste Durchforstung, macht man ungefähr mit 15 Jahren. Da schneidet man eben gewisse Bäume heraus und dann eine weitere wieder circa mit 30 Jahren. Wie schaut es mit dem Wildschaden aus? Der Wildschaden ist in unserem Gebiet, je nach Jägerschaft, relativ hoch. Es hätte die Naturverjüngung wäre in unserem Gebiet sicher um einiges besser, wenn weniger wild wäre. Es wird jetzt viel geredet über erneuerbare Energie. Da ist Holz auch dabei. Habt ihr mit sowas auch was schon zu tun? Die erneuerbare Energie ist sicher ein heißes Thema. Es ist natürlich zur Zeit der Rohölpreis zu billig. Jetzt ist diese Sparte noch, kommt sehr langsam voran. Es ist für die Land- und Forstwirtschaft absolut kein Problem, so schnell wachsende Bäume zu pflanzen, die was dann in 15, 20 Jahren dann für die Brennholz- oder Gewinnung hergenommen werden. Was für eine Hackschnitzelhandlung, was nimmt man denn da für Holz her? Ja, man nimmt schnellwüchsiges Holz, das ist zum Beispiel Pappel oder Schwarzerle, das nennt man dann Energiewald. Das steht nicht länger für ca. 15 Jahre und geht dann und ist praktisch ein landwirtschaftlicher Nutzgrund, das fällt nicht unter Forstgrund rein. Ne? Grüß Gott, liebe Zuschauer, grüß Gott, liebe Freunde von K3. Ich bin heute mit der Kamera beim Denkfeld sein Haus, weil ich erfahren habe, dass von Mitgliedern der katholischen Frauenbewegung im alten Trakt von seinem Anwesen in der alten Gaststube Almbüschel gebunden werden für den Balmsunder. Ferl, wann ist da das letzte Mal gewerbsmäßig ausgeschenkt worden? Gut, so ca. 1980, 1900. Und da ist die Gastwirtschaft dann verlegt worden ins Nachbarnhaus, weil das einmal zusammengehört hat, das hat man dann gegeben, oder? Aber so habe ich auch noch das ganze Spiel ein wenig erhalten, da, die alte Gaststube. Die alte Einrichtung ist liebevoll erhalten und zum Teil auch noch ergänzt worden. Wie alt ist etwa der Herd da, auf dem heute von der Hausfrau das gute Mittagessen für die Palmbuschenbinderinnen gekocht und braten wird? Ja, das steht circa seit 1953 da. Aber zuerst war ein Kachelofen da und der war schon, also ausgedehnt hat der schon gehabt, da hat sich überhaupt gekauft, jetzt haben wir mit denen gesetzt und seither hat es mir auf den noch und dann da Bauerbraten drin. Ne? Im Herrgottswinkel hat das Kulturcafé von der Felbermeier Vera eine vorübergehende Heimstatt gefunden. Soll das heißen, du stößt die Stumm auch kulturellen Zwecken zur Verfügung? Ja, die haben mich mal gefragt, ob das nicht geht, dass da in die Stumm rein dürfen darf, weil sie extra kein Lokal nicht haben, wo sie sich zusammen sehen können und ihre Abende abholen. Ja, und ich kann halt nicht Nein sagen, da habe ich ja gesagt. Ja. Weil wir gerade beim Herrgottswinkel sind und heute Palmbuschen gebunden werden, Ferl, wie ist das eigentlich damals gewesen, wie du noch ein Kind warst? Ja, in meiner Kindheit, da haben wir Fragen, ob wir Bäumbuschen binden haben dürfen, weil da haben wir noch die Häuser gegangen, gefragt, wo wir da mal bringen dürfen und dann ist es zu der Bäumwein gewesen. Heute ist schon fest, alles mit dem Auto weggeführt. Wir haben alles tragen müssen, sicher nicht pinkeln, noch eine Dreiviertelstunde gehen. Und dann, wenn wir heim zu haben von der Kirche, wenn es gleich gewesen haben, wenn wir heimgekommen haben, dann haben wir nur dreimal rund ums Haus gehen müssen. Weil damit das von Unwetter schon bleibt, nicht? Dass kein Blitz einschlägt und so hin nacheinander. Und wir haben es eh schon lieber weggelegt, weil wir schon mir gewinnen haben von drauf. Und,
Wo sind die Bäumbuschen damals noch überall hingekommen? Ja, auf Felder haben sie gesteckt worden, teilweise machen das halt auch noch. Und in die Stallungen, damit auch der Segen Gottes drin war. Right, und der Herrgottswinkel, die Stummen, right, da ist ja überall ist da Bäumbuschen hingekommen. Da hat es ja einen Baum gegeben, wo wir 10, 12 Bäumbuschen hintragen haben dürfen. Na, die Freiten, wir haben ja ein paar Groschen gekriegt, 50, 10 Groschen der Bäumbuschen. Das war ja was für uns Kinder. Wir haben ja auch so arme Kinder gewesen. Ne? Das arme Haus auch schon gleich. Ne? Und da haben wir Freit gehabt, da haben wir wohin bringen haben dürfen. Da haben wir oft Mittag war es oft so, haben wir schon gewusst. Halt aus. Bei deinem Baum müssen wir zum Mittag sein. Da kriegen wir Mittagessen. Du tust ja noch mit Willobinden. Ich hab das erzählt, dass ich da herkomme zum Filmen. Und dann haben sie mich gefragt, ob der Denkfeil noch mit Willobinden tut. Ich sehe gerade, das tust. Was ist jetzt da so besonders dran? Ja, die Willo, die musst du aufeinander lesen. Da hat man so, da kann man das Hölzer dazu. Und noch den fährt man dann. Nicht? Das ist ja, der Goldwiel noch, Goldvögel fährt es. Und die zieht man auseinander, das war, weil sonst waren sie ja zu dick zum Binden. Da geht man oft auf drei, dass drei Stücke rausgehen. Jetzt habe ich drei. Jetzt dreht man schön um, dass auch ein geschehener Bund wird. Dass es so ein Gefäß wird, dass es nicht runterfallen für die Steckerl. Sticht man da rein. Das ist ein wenig zu lang. Dann schiebt man das da durch. Und zieht man gut an, dass sie fest haben, das übrige wegzwickt, der Bäumbuschen ist fertig. Jetzt wollen wir aber die Obfrau von der katholischen Frauenbewegung, Marianne Haselsteiner, sie ist die Tochter vom Denkfeierl und wohnt gleich am Decken, fragen, wie und wann wird das Rohmaterial für die Bäumbuschen eingesammelt? Ja, ich habe also die Haselnusswürstel, das ist das erste. Das fängt man eigentlich ja, nach Weihnachten, habe ich mit der Mama zusammen angefangen. Und dann kommen die Palmkatzler, die haben wir heuer vom Hochreiter Günther, der ist aus dem eigenen Garten geschnitten und hat uns was gebracht. Und dann haben wir in Bichl haben wir ja Kompostieranlage und da wird auch das ganze Kreuzzeug hingebracht und von dort haben wir sie halt dann geholt, was wir nur dazu gebraucht haben. Ich glaube, die Überlieferung schreibt eine bestimmte Anzahl von Streichern und Kölzen vor. Um welche handelt es sich da? Ja, also entweder 7 oder 9 Stück. Also wir bleiben bei 7. Das sind die Haselnusswürstel, die Palmkatzel, der Efeu, der Buchs, ein Wacholder, eine Tuje und was haben wir noch? Nein, das ist schon 7. Ah, und die Wieln. Wann ist das mit freiwilligen Einsatz auch jedes Jahr da macht? Heißt das noch lange nicht, dass die Leute von der Vorderbalmweide die Buschen auch gratis kriegen? Ihr steht mit euren Körben am Vorplatz und bietet den Kirchgängern die kleinen Kunstwerke an. Die Einnahmen werden jedes Mal an karitativen Zweck zugeführt. Für wen oder was sind die Einnahmen heuer gedacht? Ja, es ist bei uns wieder die Kirchen renoviert. Und nachdem es Geld nicht zu viel wird und noch so viel zu machen ist, haben wir gesagt, leisten wir heuer wieder einen Beitrag und geben wir die Einnahmen von den Bäumbuschen zur Kirchenrenovierung dazu. Am grünen Donnerstag nimmt man die alten Buschen vom Vorjahr weg und hebt es gut auf, dass man es im Sommer, wenn es ein Gewitter hat, im Ofen verbrennen kann, damit der Rauch die Besenwolken vertreibt. Seit das in Pension bin, hilf ich aber mit. Das ist natürlich jetzt eine Frage. Wie lange ist das?
Ja, sechsmal. Sechs Jahre bist du in der Pension. Ja. Das ist fest. Ja. Und jetzt mal hilfst du dir mit. Ja, hilf ich mit. Kommst du her wegen einem sozialen Dienst? Ja, sicher. Oder kommst du her, weil da so viele feste Weiberleute sind? Beides. Du hast da Almbuschen gerade fertig in der Hand, aber das sind drei verschiedene große. Ja, das sind drei verschiedene. Die kleinen da, die sind überhaupt gefragt, die mit dem Theaterfahrer gehen, mit Autoleine, dann mit alles wegen Gottes mitfahrt, das ist eh sehr wichtig heute auf der Straße. Und die Mittellangen da, die sind für die Zimmer und die ganz langen, die kommen da gefördert raus. Da haben wir jetzt die Traudi von uns, die alle noch mithilft. Du warst früher eine Obfrau von, ja. Dem, von der Bewegung. Ich war 4 bis 5 Jahre, so circa war ich Leiterin von der Frauenbewegung. Und früher haben wir die Bäumbuschen gemeinsam mit der Jugend gefunden. Mit der katholischen Jugend? Ja, mit der katholischen Jugend. Aber ich muss sagen, jetzt ist es recht fest herein in der Denkstube, weil es ist einfach so idyllisch und gemütlich. Es passt einfach der Rahmen dazu. Und es ist auch wirklich ganz toll organisiert alles. Und ja, geht auch wirklich was von der Hand. Der Denkfahrer macht nicht nur Kohlenbuschen, Rechen, Besen. Ihr wisst ja inzwischen, dass das unsere Kultfigur ist. Ratschen macht er auch. Machst du jedes Jahr Neiche? Nicht jedes Jahr. Nicht jetzt schon ein paar Jahre, weil sie über den Ministranten noch mit zwei gewinnen haben. Na ja, jetzt haben wir es gut, dass ich einmal mache. Und dann habe ich halt heute wieder 8 oder 9 gemacht. Voriges Jahr nicht klar. Nicht? Und das, was das Ministranten haben, halt ein wenig mehr waren eben. Nicht? Und dann haben sie Ratschen erzweigt. Und das gab zwar schon keine Freude Ratschen, aber nicht auch noch. Nicht? Da müssen sie auch. So, jetzt haben wir die Hausfrau vor uns. Was gibt's denn heute zum Essensmittag? Ja, was, mein Gott, nein, ein Braul richtig auch he. Und auf der Steckerkraut gehört da dazu und Erdäpfel und Semmelknödel, Mürknödeln. Ja, Mürknödeln sicher, Erdäpfel sicher, Steckerkraut sicher, aber ja. Braul sicher kann es. Ach so, ja, ja, nein, das haben wir da drinnen, weil das kann man da mit den Stufen braten, ne? Ja, und kannst denn du das auch alles? Ja, ich meine, wenn man mal 50 Jahre kocht, wird man schon ein Braun zusammenbringen. Tja, das war wieder einmal Ihr Blick in und über den Hausruck. Schön, dass Sie auch heute bei uns waren. Auf ein Wiedersehen freut sich Ihr Team von HT1. HT1 wird Ihnen gewidmet von SEDA. Polstermöbel ein Leben lang.